Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber bevor es losgeht, kennt ihr schon unseren Führerschein-Guru? Er begleitet dich bei der Führerscheinausbildung, gibt dir praktische Tipps und echte Handlungsempfehlungen, wie du deine Fahrschule ganz easy meisterst. Sei nie wieder unvorbereitet für deine Fahrstunden und hol dir jetzt deinen Zugang. Erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem Führerschein-Guru bestehst du zu 100% deine Prüfung. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Okay, wir wollen heute zusammen die Vorprüfung fahren. Das wird nichts anderes sein wie eine normale Prüfung auch. Ich werde die Fahrstrecke ansagen, wo wir langfahren. Wenn ich nichts sage, fahren wir geradeaus. Wenn irgendwelche Fragen sein sollten zur Streckenführung oder du nicht weißt, wo wir einparken sollen oder so, dann jederzeit fragen. Das wird auch nicht als Fehler gewertet. Okay, dann drei Sachen zum Anfang. Wo die Hupe ist, das weißt du sicherlich, ne? Einmal in der Mitte darf ich. Okay, dann die Nebelschlussleuchte, woran erkenne ich das, dass die eingeschaltet ist? An der Orangenleuchte. Na, dann machst du mal an. Nebelschlussleuchte war hinter dem Chloe. Da. Wo leuchtet's? Da leuchtet's doch. Okay, und dann überprüfst du mal noch deine Feststellbremse auf Funktion. Okay, wunderbar, dann können wir losfahren. Und dann fahren wir zweimal nach rechts, bitte. Schneit am Wochenende? Ja, so Schneeregen immer ein bisschen, gell? Bei dir wahrscheinlich mehr, oder? Nö, also ganz oben nicht. Was haben sie denn hier vor Schildern? Darfst du demnächst nur noch geradeaus? Also geradeaus und rechts, also darfst du ja nicht mal links. Und die nächste danach rechts, bitte. Und an der Kreuzung dann nach links. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, aber klar, von der Dicke aus ist eigentlich immer nicht so. Ja, die ist am Stadtrand, da bist du dann erstmal wirklich in der Stadt drin, bist das dort ewig. Ja, die können direkt ins Zentrum wahrscheinlich gar nicht reinfahren, das dauert zu lange. Ja, gut, du brauchst bestimmt schon so eine Viertelstunde, bis du erstmal unten bist.
Hauptbahn, die nächste nach rechts Richtung Schleiz, Greiz. Jahrelang gewohnt. Ich glaube trotzdem immer. Ja. Aber. Ja, sonst hast du ja nie eine Ampel dort gehabt. Ne, da waren nur die zwei Phasenampeln. Ne? Na, nur für die Fussis. Hm. Was ist ja, wenn du gucken lässt? Und die nächste nach rechts, bitte. Eigentlich Geburtstag. Wisst du das noch? Keine Ahnung. So, dann die nächste nach links, bitte. Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwo habe. Ist noch die, die hier hinten rum ist? Bei mir. Das war irgendwie mit einem anderen. Ich dachte, das war mit dir. Nicht mit dem Tesla? Aus einem Stück, ohne die Dinger zu berühren. Prinzipiell ist es eigentlich Fahrzeugbeherrschung gut. Und zwar rechtlich jetzt nicht so ganz gut. Dann nach rechts, bitte. Ist der Max noch da? Und dann die nächstmögliche Straße nach rechts, bitte. Mal gerade weiter. Mhm. Fahren dann nach links. Jetzt hier nach links.
Dann wollen wir bitte rückwärts einparken auf der rechten Seite zwischen den beiden Autos hier, diesem schwarzen und dem grauen. Wir fahren dann weiter. Wir fahren ja nach links wieder aus der Parklücke raus. Und dann hier nach rechts weiter. Und dann verlassen wir den Parkplatz wieder. Nach rechts. Kein Bordstein noch. Und die nächste nach links. Rechts der Straße folgen.
suchst du dir eine geeignete Stelle zum Umkehren, dass wir hier wieder zurückfahren können auf der Straße. Okay, das Umkehren war in Ordnung gewesen. Nächste dann nach rechts, bitte. Und dann die nächste Straße nach links. Ey, sag mal. Nächste nach links. Die nächste dann nach links. Nach links? Hier so rein. Links. Und nach rechts abbiegen.
bleibst du bitte neben dem schwarzen Audi stehen. Mhm. Und dann wollen wir hier rückwärts einparken. Gut. Ich schaff's auch nicht, vorne hinten rumzufahren. Noch weiter hinter. Obwohl, ich habe eigentlich keinen dritten Versuch mehr. Oder? Jetzt korrigier doch einfach. Gut. Das ist doch nicht die Klärung. Am Ende nach links. Nächste dann nach rechts, bitte.
nimmt doch Drogen, hast du gesehen? Denkst du, weil er sich so hochgezupft hat? Ja, ja. Dieser zappelnde Laufstil. Und dann am Ende nach links abbiegen, bitte. Und dann die nächste nach links ab. Die nächste nach rechts. Und dann die nächste nach links. Den Nettoparkplatz. Dann nach rechts weiterfahren. Und dann geradeaus weiter.
unterwegs, dann rechts ab. Dann nach links bitte. Mal wieder zurück auf das DK-Gelände. Okay, Julius, und was meinst du so zu deiner Fahrt? Hier vorne hatte ich einen Vorwärtsfehler auf jeden Fall. Das ist das allererste. Wenn ich nach links geguckt habe, ich voll Idiot. Man kann schon mal gucken, dass er nicht. Aber du darfst ja nicht direkt stehen bleiben. Kontrollblick, das heißt mal ganz kurzer Blick, um zu gucken, dass frei ist. Aber du bist stehen geblieben und hast ja richtig nach links geguckt. Einparken konnte ich überhaupt nicht. Du hast es wieder schwer gemacht. Ne? Und Verkehrsbeobachtung war, glaube ich, auch nicht unbedingt so gut. Das ist ganz gut erkannt. Also, wie gesagt, wir sind hier losgefahren. Hier vorne hast du schon gesagt, der erste Fehler. Ne? Also, das darf nicht passieren. Mhm. Ihr fahrt so oft rein und raus. Das kann er nicht mehr sehen. So, dann sind wir hier vor zur Ampel gefahren. Links abgebogen, war soweit in Ordnung, in die Stadt rein. Dann mal rechts abgebogen. Und dann beim Finanzamt, wisst ihr ungefähr, wo das ist? Wo wir über diese Brücke gefahren sind. Und dann wieder rechts. Da bin ich ziemlich schnell um die Kurve. Ja, weil du halt mit gedrehter Kupplung abbiegst. Mhm. Ne? Du musst halt alles vorbereiten im Vorfeld schon. Abbremsen, zurückschalten, Kupplung raus, dass du die Verkehrsbeobachtung machen kannst, den Schulterblick. Weil das ist alles auf der Strecke geblieben. Dein Ziel war dann nur erstmal irgendwie um die Kurve kommen. Mhm. War jetzt nicht sonderlich schön. So, wir sind dann weitergefahren. Nach links abgebogen, in die Schienen dann immer rein, so im Wechsel. Da hast du dann den Spiegel geguckt, Schulterblick gemacht, war soweit in Ordnung. Dann am Ende der Straße rechts abgebogen, Richtung unterm Haus weiter rein. Und dann die nächstmögliche nach rechts, das hast du dann auch gut erkannt, dass man die erste nicht reinfahren kann, weil ja dann eine Fahrradstraße kommt. Mhm. Und dann beim Abbiegen hast du es auch gut erkannt, dass wir nicht geradeaus fahren dürfen. Also, denke ich mal, ne? Ja. So, dann auf dem Parkplatz, das Einparken quer, ja, war es auch nicht unbedingt schön, ne? Nee, ich dachte, die sind gerade und dass ich dann einfach gerade zurückfahren kann, aber das hat nicht so funktioniert. Ja, deine Ausgangsposition, die war auch nicht ganz so gut gewesen. Aber das ist nicht schlimm, das kann man ja alles korrigieren, auch über die Spiegel. Aber du musst halt auch mehr die Spiegel mit benutzen. Und wenn du merkst, dass deine Einparkhilfe schon hier Alarm schlägt, dann musst du mal gucken, was los ist. Weil wir standen halt sehr weit rechts schon an dem schwarzen Auto dran. Beim Einparken halt auch wieder die Verkehrsbeobachtung, das ist viel zu wenig. Das Auto hat vier Ecken, der Kopf muss sich drehen. Alle vier Ecken regelmäßig überprüfen, über die Spiegel darfst du gucken, sind Hilfsmittel. Dein Kopf muss sich auch aktiv mal nach hinten drehen. Also das verkehrsbeobachtungsmäßig, da musst du noch viel machen. So, da sind wir dort wieder rausgefahren, dann hast du es gut erkannt mit diesem Rollstuhlfahrer, dass der da gerade ein bisschen zu tun hat, dass er dort vom Bordstein runterkommt. An die Kreuzung. Da mal eine Theoriefrage, die mir eingefallen ist. Kann ich da aussteigen und dem helfen oder weil es da eine Theoriefrage gibt? Ja, können schon, aber die sind meistens so gut, dass die gar keine Hilfe brauchen und auch nicht wollen. Das sieht vielleicht anfangs erstmal ein bisschen komisch aus, aber die wissen schon, was die mit dem Rollstuhl machen. Naja, ich habe dann halt einfach gewartet.
So, da sind wir vorne in die Kreuzung gefahren und nach rechts abgebogen. Mhm. Das war eine Nebenstraße, ne? Ja. Von links kam so ein Jeep, so ein silberner, ich glaube Nissan oder sowas kann es gewesen sein. Wir sind nach rechts? Nach rechts abgebogen und von links auf der Vorfahrtstraße kam ein silberner, größerer Geländewagen. Mhm. Hat dann natürlich Vorfahrt. Da kannst du nicht kurz vor dem rausziehen und dann passiert da nichts und du gibst kein Gas. Mhm. Wenn du mal in den Spiegel geguckt hast, hast du gesehen, wie dicht da drauf war. Mhm. Ja, so war das praktisch auch wieder ein schöner Vorfahrtsfehler. So, nach links dann sind wir abgebogen. Mhm. Also da kam hier diese links abbiegen, dann diese Rechts-Links-Kurve. Ja. Und dann im weiteren Verlauf des Umkehren war es soweit in Ordnung gewesen. Mhm. So, dann sind wir dort wieder rausgefahren aus diesem ganzen Gebiet. Dann wieder rechts abgebogen, über diese Brücke gefahren und wollten die nächste Straße nach links abbiegen. Mhm. War auch am Anfang soweit alles gut gewesen. Ne? Der Blinker ging an, dann kam Gegenverkehr und dann fährst du plötzlich. Ja, das ja, wurde auch im Gegenverkehr. Nee, ich bin ja, doch. Gefahren und dann stand der Typ da in der Straße mittendrin. Deswegen nee, hatte ich dann Auto angehalten. Kam im Gegenverkehr. Ja. Gegenüber, das ist Gegenverkehr. Mhm. Da kam ein rotes Auto, da der Vorfahrt. Ja. Na, warum fährst du denn los? In eine Straße rein, wo du nichts siehst und dann erst erkennst, wenn du schon fast drin bist, dass jemand kommt. Ja. Dann musst du rechts bleiben, vorfahren, gucken in die enge Straße rein, ob überhaupt Platz für mich da ist. Mhm. Naja, da hast du das Ganze abgebrochen, aber da musst du ja schon bremsen, der andere, der ist ja schon angehalten. Also es ist eine Gefährdung dann. Dann habe ich mir mal allgemeinen aufgeschrieben, so allgemein Schulterblick Verkehrsbeobachtung, aber das hast du ja schon selber gesagt. Ne, da klemmt es noch ganz schön. So, beim Parken längs. Ich hatte ja frühzeitig gesagt, wo wir einparken wollen. Mhm. Da wäre es auch schön, wenn du für die anderen, die hinterherfahren, den Blinker frühzeitig anmachst, dass die wissen, du willst jetzt irgendwas machen, einparken, weil du bist dran gefahren, stehen geblieben. Und dann standen wir und dann irgendwann ging erst der Blinker an. Ja. Also der Blinker muss während der Fahrt schon angehen, dass die anderen hinter dir auch wissen, da passiert jetzt irgendwas, dass die sich drauf einstellen. Ja, parken hast du halt ein bisschen schwer gemacht. Ne? Ich habe da extra eine riesengroße Lücke gegeben. Ja. Du hast ja voll Anschlag eingelenkt und bist dann halt so weit rumgefahren, dass das vorne auch immer wieder eng geworden ist. Wie gesagt, da müsste man noch ein bisschen gucken. Da noch ein bisschen üben. So, auf dem Rückweg, dann sind wir noch mal kurz über Netto-Parkplatz gefahren mit dem Stoppschild. Mhm. War soweit in Ordnung. Im Gesamtergebnis ist die Prüfung aber nicht bestanden. Ja. Aus Grund der Anhäufung der ganzen Fehler schon. Und auch dieser einzelnen schwerwiegenden Fehler, also diese Vorfahrtssachen. Ja. Da musst du noch mal ein bisschen genauer gucken mit der Vorfahrt, dass du da zurechtkommst. Weil das sah halt immer so aus, wie wenn du Probleme mit dem Gegenverkehr hast. Dass du nicht weißt, dass der Gegenverkehr. Ja, das war im unteren Haus, wo du dann abgebrochen hast, das Abbiegen. Mhm. Dann sind wir weiter vorgefahren am Fußgängerüberweg und wollten dort auch links. Und da hat sich ja auch schon wieder Gegenverkehr genähert, den man eigentlich in der Spiegelung auch über die ganzen Schaufenster schon gesehen hat. Mhm. Wenn man halt so eine Kreuzung überquert und eine Lücke nutzt, dann muss man halt dementsprechend schneller fahren. Und nicht das Auto so über dem Standgas da rumtuckern lassen, das funktioniert sonst nicht. Also wie gesagt, Gesamtergebnis nicht bestanden. Aber wir haben heute Montag, das sind noch 2 Tage Zeit, also ich denke, bis dorthin hast du die Möglichkeit, das zu schaffen. Wenn du dich ranhängst und Verkehrsbeobachtung, also wirklich da mal gucken, dass du auch die Spiegel mit benutzt. Mhm. Ja? Was sonst, das kam immer nur mal kurz ein Schulterblick vom Abbiegen, aber so jetzt während der Fahrt allgemein so mal die Spiegel mit benutzen und mal zu gucken, was hinter mir los ist, da war wenig da. Mhm. Okay? Ja. So, das war's mit dem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.